Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute mit Kalle Dönches, der uns Begriffe aus der Nautik erklärt. Dann mein Kollege Jörn, der war mit seinem TV-Team unterwegs in St. Petersburg. Köstlichkeiten gibt es da. Dann habe ich euch einen privaten Film mitgebracht. So etwas habt ihr euer Leben noch nicht gesehen mit Orang-Utans. Und wir waren in den Scheren. Viel Spaß. Und wisst ihr, woher der Ausdruck Backbord kommt? Kalle Dönches, unser nautischer Experte, der klärt das jetzt mit den Gästen zusammen. Und danach euch. Viel Spaß. Steife Brise von überall. Oh. Ja, wir nutzen den Seetag und ziehen mal wieder mit Ihnen übers Schiff, um Ihr nautisches Wissen zu testen. Kommen Sie mit! Ja, liebe Gäste, der Kameramann meinte, das wäre eine gute Idee, den Begriff kabbelige See draußen im Sturm zu erklären. Sturm ist das nicht. Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Lok mehr haben. Aber zurück zum Begriff kabbelige See. Das bedeutet, wenn die See unruhig ist und der Seegang aus mindestens zwei Richtungen kommt. Mir ist kalt, lass mal wieder rein. Wir sind hier gerade auf der Suche nach Leuten, die uns beantworten können, warum denn Backbord Backbord heißt. Hat das was mit Backen zu tun? Ja, ich weiß, dass Backbord links ist und Steuerbord rechts ist, aber... Oh, sehe ich doch eine Kollegin, die müsste doch das eigentlich wissen. Okay, Kalle, da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Und zwar war das auch so ein kleiner Schiffsjunge wie du, der konnte sich partout nicht merken, auf welcher Seite jetzt Steuerbord und Backbord ist. Und auch bezüglich der Positionslichter wurde er sich nicht einig. Ja, der Offizier wollte es ihm dann ganz eindeutig erklären und hat ihm einfach mit der rechten Hand einmal über die linke Backe gefahren. Damit wurde die Backe rot und das war dann eben auch Backbord und somit ist auch das Positionslicht rot. Was sind denn deiner Meinung nach die Klüsen? Die Klüsen? Gute Frage. Ich würde mal eher sagen die Lichter. Klüsen. Das ist eine Brühe mit Klößen. Klüsen. Ist das nicht, wenn man dicke Augen hat? Ich hätte jetzt auch aufs Bullauge getippt. Die Augen. Klüsen, das sind Öffnungen in der Schiffswand, durch die die Taue und Ketten gezogen werden. Ja, manchmal ist das auch so, wenn ich den Kollegen Hein durch die Gänge schleichen sehe, schreichen an, Mensch, Hein, mach doch mal die Klüsen auf. Was bist du denn der Meinung, könnte ein Jockel sein? Ein Messer. Ein Getränk? Vielleicht da, wo das Schiffstau festgemacht wird? Vielleicht jemand, der keine Fragen beantworten kann? Keine Ahnung, mein Kumpel heißt so. Der Jockel ist ein kleiner Motor zum Antrieb der Generatoren für die Stromversorgung an Bord von Seefahrtschiffen. Manchmal benutzt man ihn auch an kleinen Yachten zum Beispiel direkt als Antrieb. Ah, hey, wir wollen die Eisbären sehen. Mahlzeit. Was sind Sie der Meinung, ist ein Dödel? Ich bin Engländer, ich würde sagen Dödelsack, aber nein, ich weiß es nicht, tut mir leid. Was der Dodo ist, weiß ich, aber Dödel, keine Ahnung. Was sind Sie denn der Meinung, ist ein Dödel? Das kann man um diese Uhrzeit noch nicht sagen. Ich glaube, ein Schiffsknoten. Was denken Sie, ist ein Dödel? Wenn ich mir die Haare zusammenwinde oben. Kommen wir zum fragwürdigsten Begriff, dem Dödel. Der Dödel ist ein Weichholznagel, der in Öffnungen eingeschlagen wird, um das Eindringen vom Wasser zu verhindern. So, liebe Gäste, da wir nun alle etwas schlauer sind und mit dem gelernten Fachwissen am nächsten Stammtisch richtig auftrumpfen können, wünsche ich Ihnen eine gute Weiterfahrt in Richtung Island. Unser Kollege vom TV-Team, der Jörn, der hat sich umgesehen in St. Petersburg und hat aus der Rubrik Köstlichkeiten aus aller Welt einen wunderbaren Film mitgebracht. Und er hat moderieren gelernt und zwar richtig gut, ich glaube beim Experten. Bitteschön. Guten Morgen, wir gehen heute auf kulinarische Tour in St. Petersburg. Und da der Blini-Stand vor dem Terminal noch zu hat, fahren wir einfach mal in die Stadt. Bitteschön. Wir sind jetzt hier am Nevsky-Prospekt angekommen. Das ist die Hauptschlagader von St. Petersburg. Hier gibt es tolle Sehenswürdigkeiten, wunderbare Shops und hervorragendes Essen. Und danach suchen wir jetzt mal. Gebrüder Eliseev. Das hier ist der Feinkostladen Eliseev, gegründet von den Gebrüdern Grigori und Piotr Eliseev 1902.
und war damals schon eine Institution in St. Petersburg. Und wenn ich mir das so angucke, vergessen wir die Blenis. Hier müssen wir hin. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind hier wirklich im Schlaraffenland der Feinkost angekommen. Es ist ja ein Riesentrubel. Bei den Elysiers gibt es alles. Backwaren, Süßwaren, Kaviar, Fleisch, Schinken, Souvenirs und vieles, vieles mehr. Und da hinten fangen wir jetzt mal an. Anfangen wollen wir mit einer Spezialität des Hauses. Das hier ist ein Plundergebäck mit Vanillesoße und Pflaumen. Den lassen wir uns jetzt mal schmecken. Als Hauptgang gibt es heute den guten Cisano-Käse aus Russland mit Boxhornfilet. Dazu gekochten Schinken aus dem Hause Elysée und einen Spinatquiche. Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Das hier ist ein Poseidon-Kuchen. Innen mit Karamell, Nüssen und Mousse au Chocolat und außen mit einem Marshmallow serviert. Das war großartig, aber wenn Sie glauben, das war schon alles, hier gehört noch das Restaurant Elysée dazu. Wir befinden uns jetzt im Warehouse Number 5, im Lagerhaus Nummer 5, direkt unterm Feinkostladen Elysée. Das ist das Restaurant der Gebrüder. Und hier wurden früher Schinken, Weine und Früchte gelagert. Und das Interessante ist, seit 1903 wurden diese Wände nie restauriert. Sie sind von der UNESCO geschützt und hier bekommen wir jetzt unseren Klassiker. Wir haben jetzt Pelmeni vor uns. Ganz russische Spezialität. Das sind Knödel, dampfgegarte Knödel mit Fleisch oder Lachs drin. Wörtlich übersetzt bedeutet Pelmeni so viel wie Ohrenbrot. Das ist auf die Falltechnik zurückzuführen. Woher das Ganze stammt, ist nicht genau überliefert. Die meisten Gerüchte behaupten, es kommt aus dem Ural, wurde aber häufig verwendet, um in Sibirien die kalten Winter zu überstehen. Das war eine ganze Menge, aber auch unfassbar gut. Damit beenden wir unsere kleine Tour durch die russische Kulinarik und gehen zurück an Bord von Aida Mar. Ich war mit meiner Familie im Frühjahr in Asien. Das war wirklich großartig. Und das wirkliche Highlight, das seht ihr jetzt gleich hier. Da ist nämlich Folgendes passiert. Da gibt es eine Insel, auf der die Orang-Utans frei rumlaufen. Und wir sozusagen, die Gäste, sind in Käfigen und sicheren Gängen untergebracht. Aber die Tiere leben frei auf der Insel. Und da sind wir hingegangen. Das ist auch eine Pflegestation, eine Aufzuchtstation, alles, was dazugehört. Da sind wir hingegangen, haben uns dann vor den Zaun gestellt und haben geguckt, ob einige Orang-Utans da sind. Und was dann passiert ist, das seht ihr hier. Unglaubliches Erlebnis. Der Blick dazu. Er guckt immer so genau. Was ist das? So, jetzt bist du dran. Okay. Aber ich den Bauchnabel. Oh, ich habe da sogar einen Ring. Ihr müsst alle leider die T-Shirts hochheben. Und jetzt seid ihr dran. Zeigt uns hier unten drunter eure Lieblingsbilder von Tieren, die ihr auf AIDA-Ausflügen getroffen habt. Und während ihr das macht und raussucht, zeige ich euch tolle Bilder von den Scheren. Die Ma und die Prima haben sich da getroffen und das sind wirklich fantastische Aufnahmen. Guck mal. Ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich so gerne bei AIDA arbeite und warum ich auch so gerne mit meiner Familie mit der AIDA verreise. Fantastische Landschaften, großartige Städte und dann trifft man noch Tiere, mit denen man nie gerechnet hat. Mehr geht nicht. Wenn ihr mehr wissen wollt über diese Art von Urlaub, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro und guckt euch jetzt die Verlockung der Woche an. Bitteschön. Wir starten in Heraklion und fahren als erstes nach Limassol und Haifa. Nach der Passage durch den Suezkanal erreichen wir Aqaba in Jordanien.
Es geht weiter durch das Rote Meer. Uns erwartet Salala im Oman und wir erreichen das Ziel unserer Reise, die Seychellen. Und zum Schluss wie immer die weltallertollsten Bilder von unseren Reisen mit der schönsten Musik von Bord. Und diesmal singt für euch eine Kollegin aus dem Spa von Aida Aura. Viel Spaß, bis nächste Woche.